Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Warnung, die im nachfolgenden Video gezeigten Inhalte sind für Zuschauer mit Emetophobie oder einer Empfindlichkeit gegenüber Erbrochenem nicht geeignet. Ich finde schön, dass er so mitfühlend ist. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben heute ein paar Freiwillige gefunden hier. Der Wusa ist nämlich am Start, der Manns Haulwurf ist am Start, der Rogi sitzt einfach dabei. Den haben wir gerade gesehen, der trinkt ein Bierchen im Park, wie es so sein muss, zum Feierabend, sag mal einfach mal. Und wir wollen heute die Hot Chip Challenge machen. Wer das nicht weiß, was das ist, wir haben hier erstmal die Tüte der Versuchung dabei. Da nehme ich immer meine Utensilien mit. Das sind 3 Särge drin. Die werden wir gleich brauchen, weil jeder in einen Sarg kommt. Und das sieht ungefähr dann so aus, damit die anderen einfach essen können, zeige ich euch das mal. Das ist einfach ein Sarg Hot Chip Challenge mit Hashtag dabei. Den könnt ihr aufmachen. Und wenn ihr den aufgemacht habt, ihr seht hier schon, dein letzter Wunsch. Das ist richtig heftig. Das muss richtig heftig sein. Hier sind extra Handschuhe drin, dass ihr Handschuhe anzieht, wenn ihr den anfasst. Hier nochmal RIP. Da ist ein einziger Chip drin. So ein Tortilla-Chip, Nacho-Ding, wie auch immer. Und hier steht auch nochmal alles dabei. Glaubst du, dass du es drauf hast, ne? Der Hot Chip wird aus der offiziell schärfsten Chilischote der Welt hergestellt. Die Person, die sich traut, diesen zu essen, kann für ein paar Minuten einen Stimmverlust, verschwommenes Sehen, Atembeschwerden und andere Symptome erleben. Ähnlich wie bei Einnahme anderer scharfer Chilischoten und einen riesen Durst. Hot Chip versichert dir ein unvergessliches und feurig scharfes Erlebnis. Immer noch dabei? Wie kannst du bei der Hot Chip Challenge mitmachen? Und das war ja eben auch eine Challenge. Da gab es einen bestimmten Zeitraum, da kann man dann ein Video machen oder ein Foto von der Reaktion, kann das hochladen, mit dem Hashtag versehen, ob man es überlebt hat oder nicht. Mais-Tortilla-Chip, hergestellt in der Tschechischen Republik, das ist ganz besonders schön. Steht auch alles dabei, Zusammensetzung, Maismehl, Carolina Reaper Gewürz haben wir dabei, Energie, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Salz, richtig genial, guckt euch das einfach mal an. Das werden wir jetzt aber erstmal wieder einpacken und weil der Manns Haulwurf zwar gerne scharf ist, aber nicht so exzessiv, wird er wohl jetzt anfangen und den ersten Chip probieren, essen. Wir gucken mal, ob er das überlebt. Ich überreiche dir den Sarg. Vielen Dank. Wie gesagt, zieh dir halt die Handschuhe an. Hashtag Hot Chip Challenge. Mach den Chip. Du hast den noch nicht gegessen? Nein, ich habe mich zurückgehalten. Ich bin jetzt der Erste, der das Scheißding ist. Ich kenne die nicht, ich habe die nur bestellt. Das heißt, ich bin jetzt der, der stirbt. Und ihr haut ja, vielleicht, wir sehen sie dann. Der Wusa wollte ja unbedingt zuerst, weil er sagt, mir macht das nichts aus, es esse ich zum Frühstück. Das ist ja schon mal motivierend, dein letzter Wunsch. Ja, in Wirklichkeit haben wir nur einen Chip. Mein letzter Wunsch ist, ich hätte gerne Thor's Hammer als Grabstein. Wir haben in Wirklichkeit nur einen Chip und verarschen Manns Haulwurf. Sind die da jetzt drinne gewesen, die Handschuhe? Ja, das ist alles so dabei. Die ziehst du an, machst dann die Tüte auf. Ist ja nur einer. Damit du nicht, damit du nur in eine Hand nimmst, damit nicht die Hand auch noch abstirbt. Aber warte, ich muss mal kurz was testen, habe ich im Internet gelesen. Ja. Mit Handschuhen soll das keiner sein. Das ist also genau ein Chip in diesem Tütchen. Ich kann gar nicht lesen, was da drin ist. Eigentlich habe ich ja 5 Stück bestellt, weil ich dachte, einen für ein Ditschen. Aber von dem hört und sieht man ja nichts mehr. Und einen wollte ich Pupsi geben. Da bin ich mal gespannt. Das müssen wir extra machen mit ihr. Wenn nicht, ist Mama einfach ein Ditschen sein. Aber der sieht doch auf jeden Fall gut aus. Sieht aus wie ein normaler Chip. Ne? Soll ich den am Stück essen oder was? Einfach ganz rein und dann essen. Nee, oder? Wer beißt denn schon ab? Der riecht aber nicht scharf, der riecht wie Hundefutter. Ja, dann gönn dir. Sind mal gespannt. Stimmverlust, Atembeschwerden, alles. Ob vielleicht irgendwann die Augen drehen oder einfach nur sagt, alles super. Auf jeden Fall ist erstmal direkt die ganze Kusche trocken. Ja, aber hier, das musst du auch schon. Okay. Hier, da ist noch was drin. Du kannst das ja durch die Nase schniefen, das schöne Chili-Pulver. Solange. Kommt langsam. Kommt langsam, gut. Auf der Zunge. Machen Zeitraffer 10 Stunden später und sieht immer noch normal aus, sagen wir mal. Aber voll zu trocken. Aber du hast ihn ganz gegessen, oder? Das heißt, noch hat er es auf der Zunge. Du hast es bestanden, sozusagen. Oh, das geht aber jetzt erst los. Ja, das wird so aus, weil es wird spitzig. Fass dir mal ins Auge damit. Oh, der zündet jetzt, Alter. Am besten durch die Stadt laufen und Leuten hier
Ohrfeigen geben mit dem Latschen, mit dem Handschuh. Ja, der Robi hat auch ein bisschen probiert von... Oh, das kommt jetzt erstmal. Oh, das gibt er immer schärfer, immer schärfer. Oh, jetzt geht's los. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wie es in dir vorgeht, aber du siehst okay aus, sag mal. Mir brennt aber die Zunge gerade wie... Oh. Ich habe jetzt nur mal probiert. Wenn du jetzt einfach gesagt hättest, kein Problem, gib mir noch einen. Und dann hätte man einen Cut gemacht, hätte alle gedacht, boah, was für ein krasser Dude, ne? Oh, und da kippt der Ramses das Bier. Alles klar, der Schmerz ist vergessen, mein Bier ist umgefallen. Was war, warum stellt ihr das denn auch immer mitten vor die Kamera? Am besten trinkst du was hinterher, dann wird es nämlich noch schlimmer. Verteilt sich, oh, mir brennt aber die ganze Zunge gerade. Soll ich dir gleich direkt eingeben, willst du den nächsten, ja? Dann lass. Mach mal. Na cool, ist so lang wieder hier rum. Also gehen wir in die Tüte der Versuchung. Dann holen wir in der Zwischenzeit hier mal den zweiten raus. Reichen den zweiten an den Wuser. Ich kann ja so auspacken und kann einfach mit meinen Fingern dann in seinen Augen rumgreifen. Oh. Du kannst den ja auch mit der Tüte zusammen essen. Einfach so, bam. Okay, ich zieh auch mal hier das Kondom an. Siehst du, wenn man den einen aufhebt und den anderen hat man schon zwei. Und dann können wir damit die Einkaufswegen anfassen. Ja, genau. Dann freuen sich die Leute. Und dann hier so an. Hm. Ja, riecht nach nichts. Riecht nach Hund. Der riecht wie Hundefutter, gell? Ja. Also wie die Eier, gut. Also so. Ich finde, die hatten so muffig geschmeckt. Ich will jetzt rüpsch. Das kommt ja erst los. Ja, aber ich muss sagen, es sieht ja eigentlich vernünftig aus. Er sagt, boah, es kommt, aber er fällt ja nicht um, er lebt noch. Und? Er hat ja auch keine. Ist gut scharf. Warte mal, das kommt noch. Ist gut scharf. Ich weiß, kommt mit einem Schlag die Zunge. Brennt einfach. Ich werde gleich schwitzen. Aber ich glaube, jetzt wird es nicht mehr schlimmer. Du wirst gleich schwitzen. Hast du jetzt wieder Tüte vor, hä? Man muss ja den Rest auch noch verwerten. Da schlotze ich jetzt rein. Du meinst, es ist eine gute Idee, jetzt Bier zu trinken, ja? Aber ich habe nichts anderes. Nur komm, nimm mal einen Schluck. Es gibt ja auch offiziell Chips zu Bier, ne? Das ist auch immer so. Er saugt sich das Pulver rein und freut sich. Ja gut, Freunde, ist übertrieben. Ist scharf, echt, auf jeden Fall. Was ist? Ja, irgendwie ist hinten alles taub, ich kann nicht runterschlucken. Ja, das geht doch, so muss es sein. Schwitzt? Gläserige Augen, ach, die hast du, glaube ich, immer. Also kein Problem. Sieht auf jeden Fall normal aus. Der Mannshaulwurf und der Buser und der Mannshaulwurf. Aber hinten, mein Hals hinten ist alles taub, ich kann nicht schlucken. Okay. Es fällt mir übel schwer runterzuschlucken, einfach nur ein Speichel. Es wird jetzt noch, wenn die Zunge hört auf zu brennen, aber dann wird hinten alles taub. Am Hals. Gell, das wird schon ordentlich. Würdest du dir davon eine ganze Tüte kaufen und essen? Nein. Weil bei den schärfsten Nudeln sagst du immer, die esse ich immer so, die esse ich so gerne hier. Die Augen überall. Die sind gut scharf auf jeden Fall. Du denkst erst, es geht und dann kommst du. Ja, aber ihr habt es beide geschafft und ihr macht trotzdem einen guten Eindruck. Ja, doch sind wir nicht über den Berg. Ihr merkt es, aber ihr habt es geschafft. So. Das wird immer schlimmer. Oh, ist ja gut, wird es halt immer schlimmer. Ja, gleich ist hinten alles taub wie bei mir. Dann versuch mal danach einen Schluck Bier zu trinken, du kannst einfach nichts mehr schlucken. Es wird einfach nur noch nass in der Schnauze. Süß und warm schmeckt. Ich schmecke nicht mal Bier. Nein, ich habe nur süßen. Richtig, als würde ich was Warmes, Süßes trinken. So schmeckt das Bier. Nase, ja. Bei mir auch. Aber das sind ja eigentlich die normalsten Reaktionen. Nase laufen, Augen drehen, Haare fallen aus. Ja. Habt ihr das links oder rechts angezogen? Rechts. Rechts. Oh, dann ziehst du lieber links an oder was? Nein, machen wir es auch so. Ziehen wir es rechts an und. Sehr schön. Das liebt man doch. Wenn ihr wollt, kann ja jeder so eine Packung mit heimnehmen als Andenken. Dann könnt ihr hier eure Tampons reintun. Robi hat sich schon wieder eingepackt. Ja, hier können wir. Kannst du mit angeben dann. Rip. Bruder, oh, rip. Mir nicht an, oder? So, wir machen den jetzt auf. So, doch meine Lippen. Wie gesagt, sei lieber näher dran als ja, weiter weg, also damit das immer schön. Jetzt wollte ich es mit der. Jetzt wollte ich es mit links rausnehmen und dann, das wäre genial ja, gewesen. Perfekt. Mhm. Vor allem ist
alles hier vorne gesammelt auf der Ecke. Hier hinten sieht es ja eigentlich hell aus und hier ist einfach nur ein unserer war fetter Bündel. Todesbraun einfach komplett. Auch jetzt machen wir hier nicht. Hat er wieder die Muschi-Version gekriegt vom Chip. Was soll ich denn machen? Guck, ich riesel noch ein bisschen drauf. Hier, da. Ja, das habe ich von der Hand geleckt dann. Der wird auch hier ein bisschen. Jetzt wird er besser. Das ist auch wichtig, wenn ihr das habt. Nicht einfach rausnehmen, sondern ruhig mal krümeln. Weil das ist ja wichtig, dass das alles da drauf ist. Ich habe den Rest von der Hand geleckt dann. Das geht auch. Ja, aber ich kann ja beim nächsten Mal den Rest auf deine Hand packen und dann auch ablecken. Und auch von meiner Hand ablecken, jo. Jetzt drehe ich nicht schnell rum, da fällt es runter und dann war's. Nein, wir probieren jetzt einfach. Viel Glück. Wenn ihr mich nicht mehr seht, peace out, vorhaut. Ansonsten. Da sind einfach Eier. Schmeckt ja wie Weihnachtsgebäck. Also so trockene Plätzchen. Ist etwas staubig, da wo der ganze Schmodder jetzt drauf gelegen hat. Jetzt sollte man auch nicht die ganze Zeit reden. Es macht sich auf jeden Fall breit. Der Reich hat es auf jeden Fall besser verkraftet als ich. Man merkt sofort die Augen. Also es schlägt auch direkt an. Ja, wenn es so weitergeht, kriege ich noch einen Schluck auf. Ich muss das mir mal aussehen. Das ist so jetzt. Mittlerweile ist weg, gell? Oder geil. Gut, Schluck auf. Mittlerweile ist weg, gell? Bei mir ist weg. Aber die Zunge ist noch. Schmeckt's? Ja, ein bisschen komisch. Der Schluck auf ist da, wunderbar. Schluck auf ist immer gut. Ich versuche die Reste von dem Pulver. Von dem Pulver. Wegzukriegen. Von den Zähnen und den. Den Mundraum wegzusaugen. Du musst du einfach mal die Lippen ablecken noch, dann brennen die auch später. Jetzt wäre der Punkt, da würde ich im Normalfall einfach was trinken, aber. Ich sehe doch aus, als hätte ich Lippenstift dran, oder? Wir sind ja harte Männer. Ja, du darfst erstmal nichts trinken. Meine Lippen sind so rot. Deswegen trinken wir nichts. Jetzt wäre auch der Punkt, wo man gerne spucken würde, Speichel verlieren. Und da kommen auch schon die Tränen. Aber machen wir auch nicht. Wir schlucken die Spucke einfach wieder runter, wenn sie kommen. Ich muss aber sagen, ihr habt es trotzdem besser verkraftet. Bei euch. Ja, das sah das nicht so schlimm aus. Das sieht von außen besser aus. Meine Lippen sehen aus, als hätte ich Lippenstift dran. Ja, ja. Ich sehe aus wie eine Tunde. Ich hatte immer Lippenstift dran. Ah, schön hier. Bräuchte Sonne, dann würde man das richtig sehen. Schön hier runter. Ich habe gesagt, es ist zu dunkel. Vielleicht müssten wir Licht anmachen. Ich werde den Link mit in die Beschreibung packen. Da könnt ihr auf jeden Fall euch was bestellen. Und denkt dran, eine Packung 8 Euro. Und wenn ihr 4 Packungen kauft, wird ein Baum gepflanzt. Ihr tut also doch was Gutes für die Umwelt. Ach, die Brille beschlägt. Ihr tut also was Gutes für die Umwelt. Es wird noch ein Baum gepflanzt. Das könnt ihr eh nicht nachvollziehen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ja, dem Geist geht's jetzt gut. Ich finde schön, dass er so mitfühlend ist. Ja. Jetzt wird die Glatze rot. Jetzt ist er drin. Oh, ich drin wie alles. Oh, sogar meine Tränen brennen. Oh, fuck. Weil du mit deinen Fingern drin. Ja, was wäre auch so ein Video ohne Kotzen? Ich hab doch anschauen. Also. Ah, jetzt ist er unten. Ja, da kommt er wenigstens nicht hinten raus beim Geitsch. Vielleicht macht der Ramses ja nachher noch ein Aftershow-Video. Oh, ja, yeah, ey, da ist der Chip. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist der Chip, Rogi. Da ist er. Ja. Wenn der Rogi den noch probieren will, dann kann er jetzt probieren, seine Chance. Da, Rogi. Oh, was für ein Sprint. Ja. Das ist immer wirklich ja, das Schlimmste hinter sich, aber. Ich glaube, das kommt jetzt durchs Bier einfach nur. Nee.
Hot Chip Challenge, wir lieben Lebensmittel. Oh, das brennt jetzt noch mehr als vorher, Alter. Ja, hast ja nochmal hochgewirkt, sonst wird's nur im Magen brennen. Sieht irgendwie aus wie, als soll das mal ein Rührei werden. Ähnlich haben wir einen Geitsch auch mal ordentlich, beziehungsweise einen Manns Haulwurf auch mal ordentlich kotzen sehen, weil bei allem anderen war er immer so zimperlich, bei dem guten Sörströmming und bei den tausendjährigen Eiern. Ja, der Lust, aber jetzt hat er keine Chance gehabt. Ja, der musste mit einmal runter. So, hier seht ihr eure Ausbeute. Hier seht ihr auch mal, wie man danach aussieht. Und kalte Tasche, die ich habe, Stissel. Oh, das brennt jetzt noch mehr, Alter. Auf jeden Fall merkt man jetzt richtig, wie der Speichelfluss kommt, auch die ganze Zeit. Ich glaube, immer so viel Spätz im Bund, dass man das immer zu. Das muss man immer so hier runterlassen. Das ist das Beste, glaube ich, was ich jetzt machen kann. Alter, ist immer so, wenn ich scharf bin. Schön, dass der Geitsch jetzt Spiegeleier produziert hat. Das wollte ich mal sehen. Ich glaube aber, das war's. Von unserer Seite aus, wie gesagt, ich poste den Link mal unten mit in die Beschreibung. Tut mir bitte den Gefallen, probiert das alle, ladet eure Videos auf. Nein, macht das nicht zu Hause, na, muss man ja immer sagen. Und dank dem Geitsch darf ich jetzt wieder die Natururinwarnung vorne anbringen, dass Leute das nicht gucken sollen, wenn sie keine Kotze mögen. Das war's auf jeden Fall. Von unserer Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Rast du deine Tüte noch?